EA Productions. EA Poe Productions liest Gedichte von Lord Byron. Heute an eine Eiche in Newstead. O Eiche, als einst ich dich pflanzte in den Grund, da hoffte ich, du würdest's überdauern mich lang. Es würden die Äste hier blühen im Rund, wo Efeu den Mantel ums Leben dir schlang. Dies war meine Hoffnung, als einst ich mit Stolz dich tief in dem Land meiner Väter gesteckt. Sie sank und mein Auge in Tränen fast schmolz, das Unkraut am Fuß deinen Fall nicht bedeckt. Ich verließ dich, o Eiche, und seit dieser Stund ist ein Fremder ins Haus meiner Väter gesetzt. Und bis ich ein Mann bin, ist machtlos mein Mund, nur er gilt, der dich durch Missachtung verletzt. O hart warst du einst, und pflege noch jetzt, kann neu dich beleben und heilen den Stich. Doch hat dich nicht Liebe, nicht Sorge geletzt, wie konnt auch ein Fremdling empfinden für dich. Noch halte ein Weilchen dein Haupt noch empor, eh zweimal die Sonne umläuft der Planet, bringt wieder die Hand deines Herrn dich in Flor, weil dann ihm zu Ende die Prüfungszeit geht. Und wenn du dann gereifet, du thronest im Tal, ich aber schon ruhe bei anderm Gewürm, beschein noch dein Grün der Jahrhunderte Strahl, durch Zeit nicht verletzt und des Winters Gestürm. Jahrhunderte lang noch wehe dein Laub, überm Leib deines Herrn als himmlisches Dach, indes dein Geäste beschirmt seinen Staub, lehn im Schatten der lebenden Gutsherr Gemach. Und wenn mit den Söhnen er kommt nach dem Ort und mahnet sie flüsternd, hier leiser zu gehen, so werden sie nimmer vergessen mich dort, Erinnerung bei solche, die nicht mehr bestehen. Hier, werden sie sagen, hier war einst jung, hier hat er gesungen sein einfaches Lied, hier schläft er nun bis zum mächtigen Sprung, wo Zeit wird vom ewigen Tage ein Glied. EA Poe Productions.